Hallo meine Freunde, willkommen zurück in... Okay, nicht zurück in Omega Crafted, wir sind in Omega Crafted. Google hat mir das vorgeschlagen. Ja, Redzar, hallo, nochmal für den Stream hier nämlich, dann hallo. Ja, das ist ziemlich sicher einfach nur eine wortgetreue Übersetzung. Das ist einfach nur Wort für Wort und dann kommt sowas raus wie Schlüsselkonfiguration für Key Configuration. Ja, das Spiel ist mir von Google gesagt worden wie, oh, guck mal, das Paul wird mit Roboter, ob es so stimmt, im Normalfall sind Headlines reißerisch, wir wissen es alle, aber es ist eine Demo, sie ist gratis, kostet nichts, also drücken wir mal auf Start und schauen einfach mal rein. Wählen Sie Zeichen, keine Gegenstände, geh zurück. Spielername Aaron, so heißt ein Hund von einem Typen, der beim Wirten bei uns sitzt. Wicked. Mein Name ist der. Der Kleine ist der Little Wicked. Also, wenn ich da Mädchen anwähle, nicht so wie in Soul Mask, ist der Körperbau mit dem Buben identisch, ja? Aber eher in der männlichen Richtung. Ja. Mir wirkt das schon wieder so zu Pokémon. Zu. Nicht Pokémon, zu so. Wie heißt es? Ja, ich will nicht den Vorhinein schon urteilen, aber das erinnert mich schon wieder irgendwie so an diese Mies von Nintendo. Das ist im Endeffekt jetzt nicht immer schlecht, aber ich finde es auch ein bisschen simpel, komisch immer, aber ist okay, das reicht. Bodyfarbe! Du kriegst gleich eine Partnerfarbe natürlich, so bläulich. Kumpel Grami, Kopfbedeckung. Ah, Minion! So, mit Helm. Los geht's! Gastspiel, Spiel beitreten. Nö, Gastspiel. Welt schaffen. Weltname. Wicked. Warum gehen die Leerzeichen da nie? Schauen, das sieht, ich sehe Samen, ich sehe drunter. Hat wer Samen verteilt, wie er wollte? Oje. Haben wahrscheinlich deine Figur zu viel angeschaut, die was du da im Ding gemacht hast. Welt schaffen. Brauchen wir nicht. Klicken. Mit Freunden oder einzeln? Drückt man mal auf einzeln. Nicht, dass da wieder ein Void und so joint. Nein, das ist ja beschäftigt im anderen Spiel. Genau, Zeit. Na, was hältst du bis jetzt von. Ich meine, wir haben nur plötzlich gemacht, aber von der Optik her ist die Soul Mask schon schön, gell? Ja. Ah, Sprache, ja. Deutsch, maschinell übersetzt. War jetzt nicht drauf gekommen. Sie geben es aber wenigstens zu. Ist alles okay. So, hallo, ich bin Shannon, der Projektmanager. Konnten Sie die Welt von Omega betreten? Drücken Sie R, wenn Sie mich hören können. Brrr. Scheiße, ich hätte weiterlesen sollen. Es ist der Dialog weggegangen. Innen bei Erkundung, Schlacht und Helfen, okay? Holen Sie sich zunächst die Materialien, um eine Stadt aus dem Transportkorps vor Ihnen zu schaffen. Gehen Sie es an und drücken Sie E, um darauf zuzugreifen, die Elemente in den Inventar zu verdingseln. Okay. Hälfteartikel verschieben Sie die Elemente direkt. Shift rechts, Klick. Na, Shift links. Okay. Öffnen Sie die Karte mit M und schauen Sie die Karte an. Hallo Karte. Ui, da ist ein Coronavirus. Ich meine, so ein kleines etwas. Was? Map, Karte, Map. Naja, das heißt Backpack, Rucksack, Backpack. Genau. Jetzt muss man ihn auch schon über Dora the Explorer aufklären, ja? Genau. Was verwunderlich ist, damit du das überhaupt kennst. Dora. Das hat mein Bub wieder klar, wo er immer geschaut. Der ist jetzt 18, ja. Und die Hanna mit ihrer 4 kennt das eigentlich gar nicht. Das hat sie im Zeichentrick bei uns früher gegeben. Mittlerweile gibt es ja in 3D, also wie in Rendergrafik. Da schaut es besser aus. Aber früher das Zeichentrick war irgendwie ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ich habe so war immer angeschaut. Die rote Marke auf der Karte ist der Ort des ersten Fehlermonsters. Den sie besiegen müssen.
Was ist ein Fehlermonster? Was hast du denn das, glaubst du, auf Englisch dann? Sie müssen auf den Kampf gut vorbereitet sein. Lass uns zunächst eine Stadt bauen. Okay, das nächste Mal wollen wir sehen, im Spiel ist es so, wenn wir sich auf einen Kampf vorbereiten, ja, dann bauen wir gleich mal nicht nur eine Crafting-Bank und ein Haus, wir bauen eine Stadt, eine ganze. Genau. Das ist ja genau das, das magst du ja gerne. Viel Farmen, Stadt bauen. Genau. Lassen Sie uns zunächst eine Stadt bauen. Drücken Sie B, um die Baumenü-Taste, das Stadtsymbol zu erstellen. B. Wenn Sie nach dem Schließen dieser Nachricht Hilfe benötigen, können Sie H jederzeit erneut überprüfen. Und das war's. Er sagt, lass uns eine Stadt bauen, jetzt stehe ich hier und aus, oder wie? Um ein Stadtsymbol zu erstellen, B drucken. Stadtsymbol, okay. Ich stelle mir das hier her, oder wie viel Platz habe ich da wo? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Stadt gebaut. Städte werden als Symbol auf der Karte angezeigt. Alles im Baumenü kann innerhalb dieser Stadt platziert werden. Lassen Sie uns zuerst eine Workbench bauen. Die Workbench wurde natürlich nicht übersetzt, wieso auch immer, weiß keiner, aber es ist okay. Ah, da steht Werkbank. So. Sie können Elemente für die Herstellung am Workbench auswählen, indem Sie F drücken. Wir wollen zuerst eine Axt herstellen, aber wir werden Steine brauchen. Sammeln Sie kleine Steine, die auf dem Boden liegen. Sie können Steine in der Nähe von Wasser finden. Schauen Sie sich den nächstgelegenen Teich um. F. Öffne Handwerksmenü. Wir brauchen eine Axt. Also wir brauchen einen Stein eigentlich nur. Da sind wir ja eh human. Den Pilz da auch mitnehmen, ja. Bist der Part, das ist die Maus schnell. Oh lala. Schaust du meinen Stream oder bist du beschäftigt? Ah, warte. Bin schon da. So ist die Grafik ja mittel. Ich meine mittel. Sie ist halt so Comic, ne? Und das ist jetzt, aber das Wasser schon gut aus. Das Spiel nennt sich Omega Crafter Maulife. Und hallo, das haben sie letztens beworben als vorgestern als Paul World mit Robotern. Nur, dass du die nicht fangst, sondern irgendwie so kriegst. Ne? Du kannst die angeblich irgendwie mit Teile bauen oder mit Ressourcen kaufen, die Viecher. Und die arbeiten dann genauso wie die Pauls in der Base und machen alles für dich. Und du kannst aber auch kämpfen und Bosse bekämpfen, etc. Ah, schau mal, der hilft mir. Das ist mein Little Wicked, ist das. Na, so ist es ja gar nicht, schaut jetzt gar nicht so blöd aus eigentlich. Recht farbenfroh ist, finde ich. Ich kann ruhig ein bisschen dunkler sein. Ja, das stört mir weniger, aber das stimmt, ja. Sieht man richtig ein auf... Deiner Person sieht man richtig die Formveränderungen. Wo? Bei dir selber. Auf der Facecam. Ja, das ist. Ich hab Lichter nebenbei, so milchige Lichter, aber da leuchtet die ganze Zeit voll und manchmal finde ich, also ja, wenn man mich dann jetzt nicht perfekt erkennt, das ist ja nicht mehr notwendig, aber ich finde manchmal, wenn ich zum Beispiel so ein Horrorspiel spiele, und ich leuchte voll raus, hebt es sich voll vor. Und so ist es so, wenn das Spiel sowieso hell ist, leuchte ich mehr. Aber wenn ich spüre, irgendwas voll dunkel ist und man schleicht durch einen finsteren Wald, bin ich auch dunkler und stich nicht so aus dem Bild raus. Deswegen habe ich das noch nicht aktiviert. Ich weiß, die meisten haben aber einen Lichtbrenner. Man kennt die Leute dann auch besser. Aber beim großen Facecam-Ding, bei sowas, würde das passen. Ne? Würde das hier haben. Aber so klar, da unten habe ich mir halt für mich immer überlegt, ist es nicht so notwendig, dass da bin ich eh so klar. Da denk, aber es stimmt schon, wenn ich da in so Wiesen hergehe, werde ich grün, gell? Es ist sowieso Ambilight beim Fernseher. Sehr cool. Aber wie gesagt, die Mehrheit hat eigentlich die alles, das im Endeffekt immer Beleuchtung. Ah, für so Just Chatting ist, würde ich es auch machen. Aber in den Spielen habe ich bis jetzt so nicht viel doch dabei. Sie können Elemente für die Herstellung am Workbench auswählen, indem Sie F drücken. Achso, haben wir schon.
Das Essen von Nahrung erhöht vorübergehend Lebenspunkte und Ausdauer. Du kannst bis zu 3 Sorten von Nahrungsmitteln halten und essen, indem du sie entsprechend Nummer der Hotbar zuwählst. Das ist schon wieder so, genau diese 3 Essensdinger in Shrouded Valheim. Eberhaut, Insektenfragment. Ja, okay. Versuchen wir Bäume zu schneiden mit der Axt. Little Wicked, hilf mir. Mao übrigens, das ist eine Demo. Also, ich schaue immer, dass wir bei so Steam Demo Festivals immer die Demos covert, die was in unsere Kategorie Survival passen. Also, das kann man auch miteinander spielen. Survival! Come on over! Backpack, Rucksack, danke. Danke für den Scheiß. Seid es wieder in der Birne. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das früher immer vor mir hergedüdelt habe. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Genauso wie der Scheiß Affe Boots hast und immer seinen Stiefel verloren hat. Genau. Bleiben noch in eines draufgekommen. Wenn du auflevelst, bekommst du Punkte, die du der Fähigkeit zuweisen kannst. Öffne mir das Tablet mit T und ordne Punkte seiner Fähigkeitsspalte zu. Mache deinen Kumpel Grimy stärker, um gegen Bugmonster zu kämpfen. Jetzt weiß ich, was das Fehlermonster vorher war. Der Bugmonster. Grimy, Ernteautomatisieren. Einen Baum zu schneiden ist viel Arbeit. Mal sehen, ob wir Grimy helfen können. Öffne den Programmeditor. Und jetzt wird es nämlich witzig in dem Spiel. Bist du in der Nähe? Bist du im Stream kurz? Ja. Das ist nämlich essentiell, du kannst dann nämlich die Viecher wirklich programmieren, nur eben in Puzzle-Art oder so, ja, hier. Beispielprogramm ist verfügbar. Um einen Baum zu fällen, drücke die Ladetaste für das Programm Baum fällen links. Schnittbaum. Ladetaste? So. Das Programm ist jetzt rechts im Editor geladen. Ändere das Programm, um das Verhalten des Grimmys anzupassen. Drücke die Dreieck-Wiedergabetaste, um den Grimmy seine Arbeit anfangen zu lassen. Also Play. So, das Programmieren von. Du kannst mich so umerziehen, schau. Und kannst einfach so hier irgendwelche Sachen zusammenbasteln, die passen, ne? So. Mhm. Ist ja gar nicht uninteressant. Das darf noch nicht so kompliziert sein. So. When Play Button is pushed, in Loop, Search Tree and Attack until broken. Gut, das heißt, der sollte dann eigentlich. Suchziel nicht gefunden. Kommt jetzt mit? So, jetzt kommen wir zu mir her. Vielleicht muss der näher ran. So. Ja, jetzt tut er. Das tut der ganze Baum fällen. Ne? Und so kannst du wie die Pauls und die Viecher dann alle zuweisen. Ja. Aber er verpisst sich wieder, wenn ich gehe. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Mitentwickler. Verwende Grimy, um verschiedene Aufgaben zu automatisieren. Drücke G, dem Editor zu öffnen, während das Programm ausgeführt wird. Lass das Programm eine Weile laufen, um automatisiert Holz zu bekommen. Stopp, was gibt's denn da nur? Baum? Felsen? Cool. Ja, das vom Prinzip her ist das ja gar nicht schlecht einmal. Ah.
Wenn wir dem hier wunderbar Baumholz, irgendwas können wir, da kann man das selber auch was. Oh, da gibt es urviel, wenn größer gleich und oder. Das ist so. Boah. If with this, then that. Oi. Oh, nice. Das sucht sich gut an. If then. Then do this. Das macht Spaß. Da gibt es ja noch dann. Da müssen wir sicher spielen. Wenn play. Dann search. Holz. And pick one. So, jetzt, okay, das hat er mal gemacht. Also er nimmt das jetzt. Das, jetzt nimmt das auf. Was kann er da machen damit? Pass item to player. Put item in hand. Throw, exit, restart, wait, save, printing. Ich brauch so ein Loop-Ding. Was für ein, so ein Loop hätte ich gern. So orange. If, na. Loop. Ha! Tada! Kann man in Tester da auch ein Loop einbauen innen? Ja! Das werden wir gleich mal eine Hardcore-Variante basteln, schau. Ich meine, ich muss das nicht ganz zuschauen, ich wollte das so sagen. Na, passt ja. Also, schau mal. Theoretisch. Muss der jetzt ja Loop machen, suche Holz und nimm's und bring's im Player. Wenn das fehlschlägt, suche nach. If then. Ist da nicht irgendwo ein Baum? Ja, das schaut aber wieder cool aus, wenn man sowas kann, gell? Also du kannst damit die Viecher halt komplett automatisieren. So kehren wir, glaube ich. Ja, genau. Falsch. Genau. Wenn das Fame sucht am Baum. Pass auf, das probieren wir jetzt aus. Das müsste jetzt ja funktionieren. So. So. Also soll Loop das Holz suchen und zu mir bringen. Das soll er loopen. So. Geil, schau. Der sammelt das ein, legt zum Herrn, mein Maxl nimmt's auf. Wenn das fehlschlägt, kill den Baum. Und was macht er jetzt nachher dann? Fangt er mit dem ersten Loop wieder an? Weil dann müsste ja oben ein obergeordneter Loop ja noch kommen jetzt. Ja genau, und jetzt ist Sense, ne? Der müsste jetzt einen Loop über das alles haben, dass wenn das fertig ist, wenn das fertig ist, dass er dann wieder mit den Obern anfängt. Die zwei müsste er immer wieder... Ah. Ich brauche auf jeden Fall mal da einen Loop und das da rein, ja? So. Nein, ich müsste es umgekehrt das ist machen. Ist auch Multiplayer, oder? Ja, du kannst da beitreten, ja. So mach, so kehrt es. Until it's broken. Genau, so machen wir es. Er kann einen Baum, er soll den Baum fällen und wenn das nicht mehr, wenn er nichts zum Fällen mehr hat, soll er mal das Holz bringen. Warte, gehen wir mal da her. Komm her. So. Play. So, jetzt soll er mal Baum fällen. Und wenn er das erledigt hat, dann müsste er anfangen, das Zeug zu mir zu bringen. Was tust du dann die ganze Zeit? Stehst du dann in der Base herum oder was?
Naja, du bist dann praktisch so wie bei einem Maschinending oder wie bei den Pauls. Du musst zuweisen und der andere halt sagen, was tun. Und der eine, der macht ja nur das jetzt, ne? Mhm. Gibt es nicht, wie kannst du mal einen Trailer auf Steam anschauen? Da siehst du mal so eine größere Stadt mit Beeten, mit Gemüse und mit allem möglichen. Der eine erntet, der andere gierst. Paul-mäßig halt, ne? Ja, da müssen wir nur, da müssen wir schauen, was jetzt noch geht. Weil jetzt, wenn er dann sagt, er hat genau. Und wenn er jetzt nichts mehr hat, mir zu bringen, müsste er wieder mit dem, soll er wieder, sollte er wieder mit dem Obern anfangen. Da gibt es ein Repeating. Hey, wie ist das? Jetzt habe ich es da vergeigt. Das Repeater weg. Der müsste irgendwie repeaten. Das Ganze muss er loopen. Ah, warte mal. Genau. Loop. Und das alles in den Loop rein. Genau. Dann sollte er so lange Bäume attacken, bis er keinen mehr findet. Dann sollte er alles aufklappen, mir bringen. Und dann sollte das Ganze wieder von vorne starten. Darf ich gerne mal da oben? So, jetzt mit dem Armbäumchen jetzt hier. So, los, fahr deinen Loop. Muss der ihm sagen, dass er Holz hacken kann? Ah, oder? Hast du jetzt das Holz gehackt oder er? Ja, er hockt. Schauen wir gleich nochmal rein, was? Ja, hast du den eingeben, ja. Ich weiß nicht, wie lange der da bleibt, wenn ich jetzt da weggehen würde weiter, aber wir rennen mal wieder nach irgendwann. Mein little wicked! So, pass auf. Der Rest ist ja jetzt zu weit weg. Jetzt holt er mal mir das Holz und bringt es mir. Habe ich ein Maximum Inventargewicht? Nö, Gewicht sicher nicht. Und vielleicht eine Range oder nicht? Du kannst ihn auf Stein umstellen, das ganze Zeug. So, ich habe keinen Artikel. Wollen wir jetzt weitergehen? Ja, das mit dem Hocken mag er nicht. Hocken, Start und Dauerfett. Ah, ich wissen. Das ist der Loop, da stimmt nicht. Der muss ja, wenn das fehlschlägt, mit anderen wieder auffangen. Der ist wieder Mitternacht, gell? Wahnsinn. Ja, das geht irgendwie immer ein bisschen schnell. Das lass. Nein, das lasse. Wir müssen dann das, wenn das fehlschlägt, muss man irgendwie. So. 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 Such am Baum. Wenn das fehlschlägt, versuch das einzusammeln. Wenn das fehlschlägt, müsste da in Repeat oder Jump to Beginning oder so. Da kann man mich enttäuscht sein lassen, die ganze Restart Progress. Da können wir her. Jetzt haben wir's. Wait, das ist jetzt haben wir's. Wird mal. Schaust du gerade? Ja, ja. Dann pass auf, dann hilft mir mal mitdenken. Er searcht nach einem Baum und greift am Arm, bis er hinig ist. Das wiederholt er so lange, bis er keine, bis es nicht mehr geht. Also wenn es fehlschlagt, versucht er Holz zu nehmen, mir zu bringen. Und wenn das fehlschlagt, sollte er den Prozess neu starten. Und ich hoffe, er meint damit den Ganzen und nicht nur das drüber. Müsste eigentlich irgendwie so funktionieren. Mhm. Hock einmal.
Weil dann müsste man mit dem im Schlepptau herumrennen können, dann müsste man wieder, wenn ich wo stehe, Bäume mitnehmen. Aber recht eine große Range hat er nicht. Wie lange ist es denn eigentlich finster in dem Game? Gefühlte 500 Frames während dem Spielen. Und so ultra smooth ist irgendwie. Durch dieses Unscharfe in die Weite beim Drahen da, das was sich nachher erst einstellt und fokussiert, hat das Ding wesentlich wenig zu rechnen eigentlich da. So, jetzt hat er kein Ziel mehr gefunden. Jetzt bringt er mal den Schaß. Es ist suchtsinnig gefunden, was er über den Kopf schreibt, ist auch so mittel. Also ich sag mal so, am Anfang habe ich mir gedacht, naja, scheiß mal halber auf die Spüle, ne? Warte mal, Gach. Ich muss Gach. Ja, das funktioniert ja mal. Und der macht einmal. Gibt es jetzt noch irgendwie eine Quest, was ich jetzt weitermachen kann? Also das finde ich irgendwie geil. In der Verarbeitungstabelle können verschiedene... Kann man nicht irgendwie dieses... Also was ist das Finster? Kann man nicht irgendwie... Schlafen gehen oder so. Leute, ist super laut, dass da die ganze Zeit finster wie in einem Bärenhintern ist, aber. Wir brauchen noch Steine. Was ist denn das? Also ich muss schon sagen, ich bin von der Grafik und von diesem niedlichen Ding da gerade ein bisschen angetan. Aber eher so angetan nach Soul Mask, Enshrouded und Ding. Das, damit meine ich, ich würde das Spiel sicher spielen, wenn da wenn Zeit ist. Und ich werde es vielleicht auch irgendwann spielen, aber das ist jetzt ja nur die Demo, ne? Und... Wenn das mal released ist oder so, kann man da sicher was anfangen damit. Das ist das mit dem Programmieren eröffnet schon. Wenn man es halbwegs behirnt, das tue ich sowieso wieder nicht, dann aber wenn man das halbwegs behirnt, kann man da sicher einiges anfangen. Los, Pinguin! Also, Paul, nicht Paul, Pinguin, Paul, Panzer? Nee. Die haben wir mal schon berührt. Ja. Malheim. Null Schwimmen. Ziemlich sicher gleich platt.
So, wenn es die ganze Zeit finster hier sein muss, Urefil. Weil der Mond geht schon unter, ein Wolf kommt damit. Werden wir da oben jetzt ein Lagerfeuer hinstellen? Was sehen? Einzelbehälter. In der Verarbeitungstabelle können Sie verschiedene Gegenstände herstellen, die Sie mit F auswählen können. Versuchen wir, die Produktion von Holzpfeilen zu automatisieren. Erstellen Sie zwei Einzelbehälter vom Typ 1 aus dem Bildmenü. Eine für die Quellmaterial und eine für das fertige Produkt. Wo ist? Nimm den Rest. Take a rest. Okay, Alter. Bellen? Planke. Stellen Sie zwei Einzelbehälter. Okay. Und das Holz rein, so. So, habe ich gemacht, ja. Feedback, offene Zwietracht. Öffnet Discord oder was soll das sein? Ich verstehe das Folge nicht. Das ist wahrscheinlich, weil es ein bisschen so gut übersetzt ist. Was für ein Grimi? Grimi hat sagen, legen Sie Holz in einen Einzelbehälter.
vom Typ. Wählen Sie dann das Stadtsymbol mit dem Cursor aus, um einen Stadtgrammy zu beschwören. Was soll er machen? Genau, Decide. Das Behälter 1 ist so mit Holz. Holzpfeil. Void? Ja. Ich geschafft! Geil. Hast du es mitgekriegt? Nur mitgehört gerade. Na guck einmal, dann siehst du, wie es rennt. So müsste das ganze Spiel dann rennen. Ja. Ich habe einen Stadt-Grammy da beschworen. So. Mit den Teilen, die kriegst du, findest du immer wieder. Dann gibt es da Markisten. Da legst du irgendein Teil ein. Zum Beispiel dort geht nur eine Sorte ein, zum Beispiel Holz. Und dann sagst du dem Stadt-Grammy, da gibt es ein vorgefertigtes Programm. Handwerksrezept, da. Eins, der geht zum Einzelbehälter, bringt das Item von dem Einzelbehälter in die Verarbeitungsstelle, wiederholt das einmal. Ja, und dann wird das da und dann tragt das Fertige da um. Wie das Programm selber genau geht, weiß ich nicht, aber weil ich mir das auch schon mit Play, er holt die Holz. Also, ich hab mich jetzt unterbrochen gehabt. So, er holt das Holz, legt es ein, craftet es und legt es da um. Und so ist die Dauerproduktion eigentlich jetzt so. Und der Vollpfosten da herum? Der holt mir wieder mal Holz. Na, schau. Ah, oh, da gibt es dann sicher die urgeil vorgefertigten, riesig ewig langen Programme, was dann irgendein Typ schreibt mit if, then, that, when, failsing. Das sind also unendlich lange Dinger wahrscheinlich, wo dieses Viecher die ganze Base auch rennt und alles mögliche. Aber das ist schon geiler. Das unterscheidet das aber von Paul World und von Satisfactory zur Fertigung schon stark. Weil auch Paul könnte ja gesagt werden, geh da hin, pflanze Samen, wenn das nicht mehr geht, gieße, wenn das nicht mehr geht, geh weiter, wenn das alles fehlt, geh weiter zu, weiß ich nicht, Kochstelle, koche mit dem Fleisch das, wenn das fehlt, geh da hier und schraufe ein Auto, raffe auf ein Auto oder, und wenn das alles fehlt, ich fange von vorne an oder so, ja. Also man könnte das schon irrsinnig stark Vollgas automatisieren, das ist cool. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ein fortschrittlicher Entwickler. Wenn Ihr Grammy nicht wie beabsichtigt funktioniert, verfügen Sie möglicherweise nicht um die vorhandenen Materialien oder haben möglicherweise das falsche Element ausgewählt. Sehen Sie, was im Herausgeber los ist und beheben Sie das Problem. Jetzt, da Sie Pfeile und Verarbeitungstisch produzieren können, lassen Sie uns einen Bug auf der Werkbank herstellen. Um die für den Bug benötigten Steine zu sammeln, drücken Sie G und führen Sie bald ein Stein-Pickup-Programm durch. Und sie hätten grafisch ein bisschen mehr auffahren können. Das ist schon sehr wenig, was da kommt. Teilweise. Also das Gras, das Wasser ist wieder geil. Wasser ist schon so vorgefertigt, übrigens, glaube ich, in die Engines. Ich finde ehrlich gesagt, dass das gar nicht so mies ausschaut.
ein paar wunderschöne Bildchen. Was will der, dass ich jetzt herstelle? Ah, der will einen Bogen haben. Wieso schreibt er da Bug hin, der Sack? So, den Steinprogramm laufen. Pick up Stein. Und schaffst du das, wenn ich da hergehe? Ach, das ist so eine Scheiße. Jetzt ist das auch wieder cool. Aber gut, dass es nur Demo ist. Ja, das mit den Robotern eröffnet so viele Möglichkeiten, wenn du dem jeden Schritt per so Befehl sagen kannst. Mit Formeln arbeiten, das ist schon. Gib mal einen Arsch. Aber es ist natürlich nicht das erste Spiel und wird im Endeffekt ja auch so sein. Wir spielen jetzt sowieso mal die Spiele, was schon mal released sind. Aber was jetzt kommen einmal und dann schauen wir weiter. Besser gerüstet, um gegen Feinde zu kämpfen? Auch mal. Das habe ich schon lange vorher schon gebaut. Mit E können Sie Lagerfeuer als Respawn Point setzen, okay? Nächster Stich herstellen, Rinde als Material erfordern. Stellen Sie einen weiteren Verarbeitungsstich, um Rinde zu erstellen. Aha, brauche ich jetzt Holz? Oh, mein voriges Bauteil hat jetzt überschrieben. Schon scheiße. Ha, geht wieder. Und suche einen Baum, komm, ich helfe da. Also ich muss sagen, Leute, das ist cool. Das ist echt cool. Ah, natürlich, die anderen sind sehr dran. Aber das Spiel werde ich das wird ja hoffentlich nicht auch jetzt noch im Februar erscheinen. Der 22. wird sich anbieten. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder irgendwie, dass es vielleicht im Sommer kommt. Das wäre schon cool. Oder in 2 Monaten mal.
Aber nicht jetzt. Nicht jetzt gleich. Ja. Das miteinander, so im Koop, jeder kann seine Viecher selbst programmieren. Jetzt bauen wir sich das eine da nur auf, wenn das jetzt geht, und dann war's das. Ja, ich bin dann auch draußen. Ich schwind da noch was machen, obwohl es eh egal ist, weil ich dann eh bei dir spiele. Und wie weit bist du jetzt gekommen mit dem? Ja. Quest meine links oben, da hast du die. Was machst du denn gerade? Campfire müssen die machen. Okay. Aber ich habe gerade so wegen die Skills-Dinger durchgeschaut und ja, weiß nicht, was bei mir drin bist. Moment. Wir haben OBS nebenbei nämlich Renner. Ja, bin schon da. Da wenn all was baut nur. Ah eh. Ja, da fährt noch ein Bodenplatten. Da wenn all. Ja, recht weiter bin ich noch nicht gekommen. Ja, schon weiter als ich. Also weiter als ich in der Zeit, du spielst du nicht lang. Wie lange jetzt? Eine Stunde? Ja, wenn überhaupt. Ja, weil ich bin ja ins andere Spiel gewechselt, da bist du raus und ins neue rein. Und ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde da, also spielst du ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja. Ja, Waffen habe ich so ein wenig durchgeschaut, mir taugt der Hammer einfach. Der taugt mir, den kann ich nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Mit dem großen Girl. Dann, weil jetzt ist ja, glaube ich, mindestens halb so klein wie deiner, der Charakter, was ich habe. Ich habe ganz das kleinste genommen, was es jetzt gibt, und war das größte. Medi. Ja, das ist die Mrs. Grey, was der? Wer? Die Mrs. Grey. Wer ist das? Oh, Mrs. Grau halt, einfach so. Also, Grey. Ja, aber bei dir schaut das viel gut aus von den Haaren her und allen. Irgendwie erinnert mich das schon wieder an Unreal Engine. Vom Stil her. Das erinnert voll an das Ark Ascended, nur in weniger guter Grafik. Ich meine, die ist gut, aber Ark ist jetzt schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Ne? Ich finde den Hammeraufschlag geil. Dass du bei so einem Fisch stehst und dann. Zack, Alter! Bisschen gar lang und hol ich da aus, aber sonst. Ja, das kann man ja eh. Ich glaube, das kannst du eh, wenn du da einmal draufklickst. Aber dann kannst du aufladen, also, quasi. Okay. Also ein Heavy Hit. Genau. Aber schau, dann macht er sogar mehr Schaden, wenn du nicht ganz aufladenst. Zack, bam, Alter. Weil das ist auf Level 10 die Krabbe. Ich hab keine Ausdauer. Ey. Komm her. Bam, Alter. Knackbruch. Hasta la vista. Naja, dann war es das, glaube ich, eh viel. Ah, schaut echt gut aus. So ein wenig mit einem wenig am Zaun. Das passt schon. Ich und mein Holz. Ich hab mein Holz. Genau. Kann ich nichts bauen da. Wird mal alles. Ja, und Sachen reparieren, das habe ich auch noch nicht so gecheckt. Wieso? Ja, weil meine Hacke und Ding kaputt ist. Dann gehen wir auf Tab und geh drauf da unten. Ja. F. Ah, da steht das. Bombe. Ich finde nur rechts dieses Building-Menü finde ich ziemlich unübersichtlich, weil alles in einer Wurst aber ist irgendwie. Ja, ja, ja. Das ist ziemlich nervend. Das brauche ich eh nicht. Na gut. Leute,
auf. Ja, das war's. Farbe, ja. Auf Twitch hier und im YouTube, das war's. Wir werden jetzt hier Schluss machen. Weil es ist spät. Ich habe es noch geschafft, dass ich das Video auch noch covered, das Spiel hier covered. Das war mal wichtig, weil ich es probieren wollte. Am Anfang, muss ich sagen, hat sich's wieder, es hat sich wieder ausgezahlt. Es war wieder so ein Spiel, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ey, Soul Mask ist so leibend. Und dann fangst du das da an, so simpel, denkst du, ja, nach 10 Minuten haben wir gedacht, ja, passt. Das war eine halbe Stunde Part erledigt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, na, ich habe schon so viele Spiele früh aufgehört, wirklich einmal, was ich schon oft erwähnt habe, nach 10 Minuten aufgehört und gedacht habe, ja, scheiß, ne? Und dann habe ich ein urgutes Spiel verpasst oder bin später draufgekommen, dass das eigentlich eh ursuper ist, ja? Und hier ist, wäre mir das fast wieder passiert. Ich muss schon sagen, dass irgendwie, das macht schon irgendwie Spaß. Bitte? Schau mal in meinen Stream rein. Ah, jetzt habe ich den Chrome schon zu. Hm. Du warst ja schon mit dem Abschlussding, ne? Ja, ja. Achso. Aber vielleicht werden wir. Und ja, auf jeden Fall haben wir da ziemlich öfter mal was Ding. Ich glaube, hier war das Gleiche. Ich glaube, das wird schon recht witzig. Die Grafik ist mal ein bisschen gar simpel. Mit der Baumlinks hinten da. Ja, okay. Die Baumstämme schauen schon wieder annehmbar aus. Die haben wenigstens ein bisschen Textur, aber trotzdem ein bisschen mehr hätten sie sich. Die Birken sind schöner, ja. Ein bisschen mehr hätten sie leisten können. Aber okay. Ich sage einmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eventuell kommt hier noch ein Part mal. Es kommt darauf an, was der Void und der Darky und alle machen und der Tom. Weil wenn einer das hier sieht und sagt, ja, das könnten wir auch mal im Demo machen. Die Demos, solange die Demos rennen, können wir ja irgendwo mal, ich weiß nicht, was der Void dazu sagt, können ja mal da, nicht nur wenn Soul Mask mal ein paar Mal gespielt wurde oder so, oder je nach Lust und Laune mal dann auch das anwerfen und mal die Demo, jetzt nicht kaufen, ne? Die Demo anwerfen und einfach mal ein bisschen koopen, wenn der Void mag. Sowieso. Bin ich immer da weil zu das, haben. Weil das mit, meine ich, das mit dem Automatisieren da ist cool. Der Enshrouded könnte auch beitreten. Wie gesagt, das hat letztens noch nicht funktioniert. Palworld spielen wir sowieso nebenbei. Also und dann bis Nightingale haben wir jetzt noch ungefähr 13 Tage. Bis Nightingale. Da werden wir ja doch schaffen, dass er. Ich muss einmal wieder so an einem Abend einmal von Enshrouded mehrere Parts schaffen. 2, 3, damit ich dann nicht am nächsten Tag wieder gleich wieder einen brauche, weil ich würde schon jeden Tag, bis ich durch bin, eins rausbringen. Schaffe ich aber nicht wirklich derzeit mit so vielen Spielen. Aber jetzt muss ich mal schauen. Ab Montag bin ich, wie gesagt, habe ich mehr Zeit zum Zocken, also das kriegen wir da schon was hin. Kann man gar keinen mehr in Twitch flüstern oder so? Oh ja. Ich glaub schon. Mit OBS funktioniert es nicht. Nein, ich bin eh ein Twitch, aber. Wenn ich jetzt den Namen anklicke von Red Zar zum Beispiel im OBS auf den Namen, dann kommt da Folgen, Flüstern, Abo schenken. Knöpfe. Das heißt, es gibt die Funktion Flüstern, wenn du den Namen anklickst oder so. Gut, das ist wieder ein anderes Thema. Leute, danke fürs dabei sein. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Membership schaut sich an, gibt es die Spiele zu früher und mehr Community-Server, wenn es sich rentiert. Bis dann, meine Freunde. Adios und ciao.